Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Ja, da sind wir auch schon bei ungefähr 90 bald. Und ich habe ja jetzt einfach eine kurze Pause machen müssen. Ich hatte sehr viel vor. Und das wird es vielleicht ab und zu noch geben, wahrscheinlich weniger. Jetzt werden erstmal Livestreams kommen und so weiter. Wir gehen zu Die Dunkle Sonne mit einem neuen, also ich habe es im letzten Part angesprochen, ich brauche einen Farmcharakter, der schnell farmen kann. Das ist dieser, ein Totem mit dem Dornentotem. Und der fetzt einfach. Ich komme viel schneller vorwärts. Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass ich sonst eigentlich kaum Zeit habe, irgendwo ja, viel zu grinden, viel zu ausprobieren. Und dann ist es immer für euch auch noch ein bisschen schwer, da irgendwie es nachzuvollziehen, was ich dann dazwischen mache. Ist ein bisschen schwer zu sagen kurz. Also ihr seht es, ich spawne einfach Heiling Totems. Also diese Heilungstotems von der Springform. Und die wandeln sich sozusagen in Dorn-Totems auch oben. Also sie schießen die Dornen von den Dorn-Totems. Genau. Und ich finde jetzt in letzter Zeit sehr viele von diesen Kisten. Es ist wirklich schön ertragreich. Ihr seht es. Ich habe ziemlich gute Items gefunden. Für so wenig farmen oder spielen können. Oder das Spiel ist auch schon richtig lange. Ja, das brauche ich nicht. Und ich bin voll. Also mir fehlen einfach die Plätze im Lager. Ja, das sind einfach so diese ja, Sachen, die momentan einfach gerade völlig ausarten. Also, ich erkläre euch jetzt mal kurz so ein bisschen den Bild. Ich spamme eigentlich die ganze Zeit die W. Weil, ja, ihr kennt es ja, die Verwandlungen sind nicht so tolle. Springform hat jetzt zum Beispiel auch keinen Teleport-Skill. Und ich habe ja den anderen Bild jetzt kurz momentan pausiert, da ich zwei Items noch nicht habe. Die Fiery Dragon Shoes und das Herz des Olaikos oder so etwas ähnliches. Und beide farme ich jetzt gerade. Dann spiele ich wieder den anderen Bild, der coole Bild mit dem Ding. Ihr seht es, wie stark. Also die, sag mir nochmal der Name, Exiled, also diese, wie heißt das auf Deutsch? Das ist so schwer. Also diese Gestrandeten, die ausgesetzt wurden, die Magier, sind ja so mega zäh. Der Kampf geht sicher so 20 Sekunden, wenn man jetzt nicht gerade ein spezielles Bild hat. Weil wir drei von diesen Dorn-Totems spawnen durch eine bestimmte Skillung im Spriggan-Verwandlungstree, haben wir schnell diese Totems. Und wir haben sie so gestattet, also ich habe sie so gestattet, dass sie wirklich nur einen Dorn schießen, aber dafür sehr schnell schießen. Und ihr seht es, sie machen die Gegner wirklich One-Shot. Die meisten. Und da wir so schnell alle spawnen können, können wir auch große Gegner dann schnell besiegen. Zum Beispiel, ich habe ja 14 Corruption jetzt, glaube ich, auf diesem, der dunkle Zeitlinie, oder wie es heißt. Dass ich da einfach zum Beispiel auch diesen Corruption-Boss mega schnell lege. Dafür muss ich mich nicht teleportieren, weil er meistens gestunt wird. Und zum Beispiel ein paar Timelines weiter oben gibt es einen Boss, den kannst du ohne Teleport-Skill nicht besiegen. Den kannst du einfach mit diesem Bild besiegen, da der Gegner einfach immer wieder gestunt ist und dadurch auch nicht so viele schlimme Zauber casten kann. Also Beschwörung brauche ich nicht, Looten auch nicht. Vergiften auch nicht, schade, nur schlechte. So, was machen wir jetzt? Wir tun mal kurz das Lager. Ja, ich muss mal zuerst das Lager kaufen, glaube ich noch. Habe ich noch Geld? Ja, ich habe es also nicht gekauft. Ich hatte noch eine Aufnahme, die gecrashed ist. Ich hoffe einfach, dass es jetzt eigentlich vorbei ist mit den Crashs. Ich werde alle Items noch raussortieren. Ich will alles jetzt einfach mal reinlegen. Und ja, wirklich mal in einem Livestream oder so dann mal sortieren zwischendurch oder einfach zwischen einem Livestream und einer Aufnahme oder so. Ich finde aber wirklich zu wenig Zeit. Also ich gönne euch die Zeit, ich möchte euch etwas bieten.
Ich sehe aber momentan, die Lost of Last Epoch ist bei vielen Leuten gerade nicht so da. Also ich muss schauen, was lohnt sich. Wenn ich sehe, ja, ihr wollt es, dann mache ich das natürlich. Und wenn ihr es nicht wollt, dann mache ich es einfach nicht. Also ich mache es weiterhin einfach als Video dann. Aber so eben Farmen oder so, da muss ich mir die Zeit nehmen. Da muss ich einfach auch ein paar Leute dabei haben, die mich ein bisschen motivieren. Und dann geht's auch gut und dann habt ihr sicher auch Spaß ab dem Grinding oder ab dem Erzählen von mir. Weil ich tue immer wieder zwischendurch sehr interessante Themen ansprechen. Wie zum Beispiel heute wollte ich ein bisschen über den Ballon d'Or vom Fußball reden. Da bin ich überhaupt mega überrascht, dass Lionel Messi Spiel des Jahres wurde und nicht Haaland, Haaland oder Erling Haaland, glaube ich. Den kenne ich überhaupt noch nicht so gut. Also ich kann nicht genau sagen, der ist so mega gut. Ich sehe ihn immer wieder, dass er scheinbar sehr gut ist. Und deshalb bin ich überrascht, dass er Zweiter wurde. Nach dem Kylian Mbappé und dem David De Bruyne. Oder irgendwas mit De Bruyne. Auf dem vierten Platz. Aber ich kenne eben die Spieler wirklich nicht. Ich bin nicht Fan von Spielen, ich bin Fan von Clubs. Also mich überzeugen natürlich Spiele sehr, aber wie sie manchmal Leistungen erbringen oder auch nicht erbringen, je nachdem. Aber Fußball ist für mich schon besser als andere Sportarten. Ich bin immer zwischendurch wieder neue Sportarten am Schauen, aber kann mich einfach für Fußball nicht entgeistern. Also ich muss immer wieder ein Fußballmatch schauen. Im schönen Spiel, wie zum Beispiel auch Manchester United gegen Manchester City habe ich geschaut. Und da habe ich ihn wirklich als erstes Mal wirklich gut gesehen, den Erling Haaland. Jo, sonst eben, ich bin nicht so gesund. Ich habe recht Mühe auch wirklich am PC zu sein, gerade. Ich möchte die Motivation einfach durch den Stream wieder wissen, wiederbringen. Also was ich meistens mache, ist am Game Design, also wirklich am Game Designen erstellen und an einem Server für GTA Roleplay arbeiten. Da muss ich halt schon sehr viel im Hintergrund machen, nicht so Modding oder auf dem Server herumfleuchen, sondern eher im Hintergrund machen. Und das ist intensiv und auch sehr, sehr teuer. Ich habe jetzt echt City Skylines 2 mal wieder ja, ein Spiel zurückgegeben. Also es wird wahrscheinlich nicht angenommen. Ich werde es trotzdem noch spielen, wenn es dann wirklich gesagt wird, ja, ich kann da die 100 Euro nicht mehr zurückbekommen. Ich habe nämlich die Ultimate Edition gekauft und das Spiel ist sowas von kaputt. Das ist nicht mal ein Drittel von dem Vorgänger City Skylines 1. Es gefällt mir überhaupt nicht. So unfertig auf den Markt gekommen. Ich werde es vielleicht kaufen, dann mal günstiger. In einem Angebot, wenn wirklich die ersten DLC draußen sind. Dann wirklich mit den DLCs und so. Aber ich kann kein Spiel spielen, das mich nicht irgendwie dazu verleitet, wirklich spielenswert zu sein. Also, dass es einfach nur ein Beta-Test ist. Ich bin ja hier mehrere Jahre lang immer Beta-Tester gewesen. Ich habe viel ausgehalten, aber mittlerweile, nee, ein neues Spiel für 100 Euro würde ich nicht spielen. Das muss fertig sein. Also das muss so fertig sein, dass man nicht überall die Bugs sieht und die Performance-Probleme. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht vom Entwickler, aber ich bin eigentlich schon immer von diesem Entwickler enttäuscht. Er macht es einfach nicht gut. Er hat halt viel Ansehen durch die vielen Entwickler, die sie wahrscheinlich haben. Können sie ja große Spiele machen, so sieht die Simulation natürlich. Oder auch Planet Coaster, also ja, Freizeitpark-Simulation hat er gemacht. Und hat er nicht noch Campus irgendwas gemacht? Oder ist das ein anderer Entwickler? Two Points, ja, das ist ein anderer Entwickler, genau. Aber da war es das Gleiche. Ich habe das Krankenhaus gekauft, also der erste Teil, und Campus habe ich nicht mehr gekauft.
Habe ich übrigens gar nie geletsplayt, weil ich einfach zu spät es gekauft habe. So gedacht habe, ja, die Interesse von den meisten ist dann weg. Könnte ich auch mal, aber Two Point Hospital ist ein anderer Entwickler, aber es ist der Grafikstil oder so ist ähnlich, beziehungsweise einfach relativ gleichzeitig auf den Markt gekommen. Aber so die Übersicht, wer was gemacht hat, habe ich halt nicht. Was mich eher enttäuscht ist, dass GTA 6 so schlecht jetzt momentan promotet wird. Sagen viele, es wird auch viel später rauskommen auf den PC als auf den Konsolen. Was ich überrascht bin, ist Super Mario Wonder. Hat mich sehr überzeugt. Habe ich auch für 80 Euro ungefähr zahlen kaufen müssen. Aber das mache ich so gerne, weil ich einfach bei meinem Vater, wo ich jetzt auch momentan ein bisschen öfters bin, keinen PC habe, oder? Spiele ich einfach auf der Switch. So, leider ist jetzt hier gerade noch nicht so schnell wie das in der Corruption. Wir tun mal hier einfach ein bisschen abbrechen und machen weiter beim Age of Dragons, ist es, glaube ich. Der Zeitalter des Drachen. Können wir gleich mal schauen. Oder wir machen... Nein, das mache ich dann in einem Livestream oder so. Einfach den linken Weg nehmen. Ich habe ja jetzt den rechten Weg genommen. Hier. Den linken Weg nehmen. Es sind eigentlich nur zwei, die ich noch machen muss. Und hier noch den Weg machen. Aber Lagoon ist mit diesem Charakter zu schwer. Also ich habe ihn geschafft. Aber ich habe mehrmals wirklich Endurance gehabt. Dass das Endurance angefangen hat. Also fast beinahe Tode. Er ist immer noch übertrieben. Heftig stark. Ja, den gelben Rahmen, okay. Habe ich jetzt mal kurz ausgemacht. Diese Windows 10 oder so. Schlecht. Habe ich gar nicht gesehen, dass ihr den habt. Ah, gestern mal wieder Goat Simulator geleistet mit Leon. Okay, da gehen wir einfach auch wieder geradeaus. Ah, da bin ich nicht weit wegen 80%. Ja, okay, die gelben, also rare Gegner, die könnte man noch ein bisschen stärker machen. Ja, gleich mal eine Arena. Also hier ist es auch noch ziemlich einfach. Ich war hier und bin dann viel stärker geworden durch ein paar Items. Also zum Beispiel das Item hier. Ist ziemlich gut. Und ja, weil ich natürlich die zwei Set-Items hier noch tragen konnte. Und ja, ich habe ja noch einen Ring gefunden, dann habe ich ihn ins Lager getan. Mit 80%. Und hier habe ich 86%. Okay, ist nicht stärker. Ja, muss ich nicht tragen. Die Gegner nerven so mit diesen langsamen Explosionen. Ich laufe immer zuerst rein und dann explodiert es. Er ist einfach nicht ganz so mobil, er hat schon ein bisschen mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Aber er tötet der Gegner recht schnell. Ich bin froh, dass ich wieder mal ein Bild habe, den ich auch spielen kann. Und nicht nur die, die extrem viel farmen können. Ja. Jetzt bin ich eben erst zurückgekommen und ja. Es läuft noch nicht so gut mit dem PC. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Yes. Da bekomme ich aber wahrscheinlich bald Hilfe über. Also wenn sich jemand in der Nähe von Basel sich gut auskennt mit dem Computer, ich würde ihm gerne ein bisschen mehr Geld geben, aber Hauptsache die Probleme sind dann hoffentlich gefixt. Ich denke, ich gehe oben durch, Zauberstäbe brauche ich nicht. Ja, ich weiß es nicht, wieso Programmierer von Programmen so Mühe haben, da irgendwie alles bugfixet zu machen. Also das größte Problem war ja, ich habe einfach dieses... Ah, wie heißt es schon wieder? Ja, jetzt weiß ich gerade nicht, wie die... CUDA-NP... CUDA-PC oder CPUs oder so.
angehabt, weil ich dachte, da habe ich mehr Performance bei Sacred 2. Das ist ja mit diesem Physics gewesen, ein Spiel. Und hab's das angemacht und seitdem habe ich ja Crashes gehabt. Ich habe ja irgendwie im Februar oder März mal Sacred 2 gelivestreamt und da habe ich Performance-Schwierigkeiten gehabt. Und dann habe ich es angestellt und seitdem habe ich bei Last Epoch und so zum Beispiel Diablo 4 und so gecrashed gehabt. Jetzt momentan ist ja Diablo 4 gerade sehr schlecht, da werde ich jetzt noch nicht anfangen, aber sobald wieder eine gute Season oder gute Features kommen, die Spieler wieder mehr zocken, zocke ich auch wieder mehr. Aber ich muss mich wie momentan schon ein bisschen mehr auf andere Spieler oder Zuschauer berufen, weil ich sonst einfach gar nicht Zuschauer habe und dann ist es mir auch ein bisschen langweilig. Ja, sind halt viele Leute einfach so ein bisschen zu fest auf den Hype fokussiert. Und ich kann halt nicht so gut reagieren. Ich kann weiterhin, ja, Last Epoch bringen, aber viele Zuschauer und lange Zuschauer, also wo lange schauen, habe ich damit nicht. Jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ah, oh, schon wieder so ein fettes Set, Alter. Genau, zu den Amuletten. Also solange jetzt, ja, ist ja keine Corruption auf diesem Timeline. Sobald dann keine Mana-Regeneration hat, haben wir, glaube ich, keine Wut-Regeneration. Muss es dann mal ausprobieren, aber wir können eigentlich jede Map-Mods nehmen. Deshalb einfach durch, nicht mal nachschauen. Der Beat ist so overpowered. Es macht richtig viel Spaß, so überpowered zu sein. Weil wir kommen jetzt einfach auch schneller vorwärts. Ich sehe andere Let's Player übrigens, vor allem auch auf Deutsch. Die hocken immer noch mitten in der Kampagne und so. Ja, die... Oh, geil. Nochmals diesen, aber immer noch keine... Nein, die haben ja gar keine... Ding... Legendary Potenzial. Stimmt. 14, 12... 15, 11... 50 ist schlechter. 1, 3... Ja, ist schlechter. Also wir brauchen eben den Zauber, physische Schaden für Totem und ja, der kritische Multiplikator für Totem sind deshalb so schlecht. Okay, gut, aber nice to know, dass hier auch die vielleicht ein bisschen besser proben können. Muss ich schauen, dass ich genug Wut habe. Ja. Es bleibt bei genug Wut. Ich bin so happy. Ah, wieder ein Ambush. Lange nicht mehr drin. Oder einfach nicht mehr gemerkt. Wie kann man so Ambush nicht merken? Ja, ein Crash. Ah, Last Epoch. Du machst mich wütend. So, ich stelle mal wieder um. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Energie. Ich werde die nächste Aufnahme wirklich ohne MSI Afterburner probieren. Aber es kann ja auch sein, dass ich jetzt vielleicht noch einen Bluescreen bekomme und ja, sonst ist mein PC kaputt. Ich hole mir dann irgendwann mal einen neuen und dann kann ich wieder weiter Let's Playen, aber es ist gerade hier am Freezen. Muss ich den Part beenden, weil sonst ist die Aufnahme kaputt. Ist nur 18 Minuten lange. Nächster Part wird hoffentlich wieder besser. Ja, ich bedanke mich, ich habe jetzt einfach einen Freeze. Keine Rückmeldung mehr. Okay, gut. Dass ihr ein Bild habt. Jo. Okay, Last Epoch jetzt nach ungefähr 6 Tagen wieder schlechter fit. Die letzte Aufnahme vor dieser Aufnahme war tadellos. Ich habe nichts mehr geändert. Ich muss nochmals drüber gehen. Mache halt nochmals eine Aufnahme zum Testen, wie lange ich aufnehmen kann. Aber Last Epoch ist halt einfach völlig kaputt. Sorry. Muss ich einfach sagen. Wo steht es eigentlich mit den technischen Sachen im Forum? Ja, seht ihr, da ist wieder ein neuer Trade über Unity. Es ist einfach die Engine und das Last Epoch überladen ist.
Wenn sie jetzt am 21. Februar nicht das Spiel mal entschlaken, mal die Effekte und ja, es waren jetzt die Effekte, die vielen Totems und so der Ambush-Gegner, der den Crash ausgeübt hat. Ja, schade. Dann weiß ich ja nicht, ich höre einfach irgendwann mal auf zu spielen, oder? Ich kann euch dann nicht mehr irgendwas bieten. Was nicht geht, das kannst du einfach nicht. Du kannst es ja nicht selber fixen. Geht nicht. Wenn es die Engine ist, dann ist es die Engine und nicht dein eigener PC. Ja gut. Also dann. Ja. Hat mir Spaß gemacht, wieder etwas vorzustellen. Und ja, ich denke, es geht einfach weiter mit diesem Bild. Sobald wir ein paar Items haben, eben Fiery Dragon Shoes und das Herz von Ukaikos. Dann kann ich ein anderes Bild noch zeigen zwischendurch. Und mehr dürft ihr gerne noch in die Kommentare schreiben, was ihr genau sehen wollt. Ja, bis dann. Tschüss.